Hallo Leute und willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Ihr könnt dem Videotitel wahrscheinlich entnehmen, was es für ein Spiel ist. Ich weiß auch, was es für ein Spiel ist, aber ich möchte meinen, dass der Name relativ schwierig auszusprechen ist. Ich würde sagen, es heißt Cthulhu, aber wir nennen ihn einfach mal C. Und der gute C wird anscheinend in diesem Spiel die Welt retten. Wie das Ganze vonstatten geht, weiß ich natürlich auch nicht. Das Ganze ist nämlich blind und das Spiel an sich ist ein Geschenk gewesen. Beziehungsweise wurde das Let's Play damit gesponsert von dem guten The Real, der Affa, auf YouTube. Das Spiel kostet, ich glaube, 1,99 zusammen mit einem anderen im Paket bei Steam. Und es ist ein klassisches RPG à la Final Fantasy 6, wie auch immer, die ganzen alten 2D-Teile. Ich würde auch sagen, wir starten einfach mal ein neues Game. Ich hoffe, man hört die Musik im Hintergrund, weil ich sagen muss, die gefällt mir für ein Indie-Game schon mal sehr gut. Das können wir machen. Wir können normal, nicht zu schwer, nicht zu easy. Auf easy, Gegner sind schwächer und Mana-Heilung ist erhöht. Auf schwer sind die Gegner stärker und die Mana-Heilung reduziert. Und ja, insane nehmen wir eh lieber nicht. Bonus-Modi habe ich gelesen, gibt es auch, stand bei Steam mit bei. Das kann dann, also kann man dann halt so machen, dass irgendwie man nicht mit einer Gruppe kämpft, sondern nur mit einem Char und alles und Zeugs. Keine Ahnung, kriegt man erst, wenn man das Game durch hat. Und das wird ja erstmal unser Hauptziel werden. Dazu werden wir, denke ich mal, ganz gechillt auf Normal spielen. Und ich weiß wirklich nicht, was mich erwartet. Aber das Spiel hat gute Kritiken, also gehe ich davon aus, es wird nicht allzu scheiße. Und ich mag ja so eine RPG-Maker-Style-Spiele. Ja, wir starten einfach mal auf Normal. Ich denke mal, kommt ein Intro oder sowas. Mal gucken. Ach, Kommentar. Man kann Fragezeichen finden, um mehr über die Entstehung des Spiels zu lernen. Das lassen wir mal aus, das möchte ich jetzt nicht haben. Jetzt muss ich ja alles frei übersetzen, oder was? Für unzählige Jahre. Ach, fickt euch. Lest es selber. Ihr könnt doch alle Englisch. Ich will nicht so ein Zeug übersetzen. Ich übersetze in-game die Dialoge, das reicht mir. Vor allem, wenn ich schon deine Mittel das sehe, wie auch immer man es nennt. Ja, wie komme ich jetzt hier weiter? Ah. Until tonight. Ja, weil heute passiert nämlich irgendwas Spezielles. Heute Nacht. Ich weiß zwar nicht was, aber wir werden es sehen, wenn ich jetzt auf X drücke. Oh mein Gott, er wacht auf. Er hat rote Augen und Pimmel im Gesicht. Ja, die Welt sah sehr verdammt aus. Aber warte, was ist das? Boah, das klingt schon mal nach Pokémon. A mysterious stranger has appeared. What will Cthulhu do? Ja, Yonder Cliff ist auch mal so ein krasses Wort, also das sieht man relativ selten. Ich weiß nicht, wie man es genau übersetzt, aber ich weiß, was es bedeutet. Durch die Benutzung einer seltsamen heiligen Kraft. Oh, er hat seine schrecklichen Kräfte beraubt. Ja, das sieht jetzt voll sexy aus, das Bild. Okay, er ist an den Strand angespült worden. Und jetzt ist er böse. Er muss seine Kräfte zurückbekommen, aber wie? Er müsste dafür das Undenkbare tun. Er müsste ein Held werden. Nur dadurch würden seine Kräfte zu ihm zurückkehren. Das ist natürlich... Ja, okay. Haha, dummer Erzähler. Während du beschäftigt warst, die Situation zu erklären, habe ich mich gelangweilt, glaube ich. Ich weiß nicht, was Eavesdropping heißt, aber es ist mir auch egal. Das linke Bild sieht sehr schön aus. Wie ein... Ah, wie nennt man diesen 2D? Den mit dem Zirkumflex AK-Dreieck.
Ja, er weiß jetzt auch den Weg, um seine Kraft zurückzubekommen. Ups. Und weg war das Bild. Ja, er verpflichtet sich nun dazu, ein wahrer Held zu werden. Aber nur so, dass er seine Kräfte zurückbekommen kann, seine komische Stadt an die Oberfläche zu rufen und die Erde zu zerstören natürlich. Und so war ein sehr seltsamer Held geboren. Willkommen in deinem neuen Leben als ein Wannabe-Rollenspielheld. Bevor wir anfangen, gebe ich dir ein paar Hinweise. Okay, das sieht ja schon mal ziemlich interessant aus. Der große Cthulhu braucht keine Hilfe. Aber der Spieler, na, für den Spieler, der mich kontrolliert, werde ich es erlauben, dass du mit deinen Tipps weitermachst. Er hat sogar die Steuerung, die ich eingestellt habe, übernommen. Man muss Y gedrückt halten, um zu rennen. Okay. Hahaha, dummer Spielentwickler. Du hast mir die Fähigkeit gegeben, zu rennen. Damit werde ich dieses dumme Spielen der halben Zeit durchspielen. Ich werde es zurückverkaufen an den Spieleladen, bevor der Wert fällt. Ja, das wird natürlich nicht passieren. Mit F können wir das Menü aufrufen. Von da können wir mit Partymitgliedern chatten. Okay. Okay. Wir chatten natürlich mit CPUs. Ja, wir können auch unsere Stats checken, Kampf starten. Okay, wir können auch unsere eigenen Leute killen anscheinend. Wir können unser Equip wechseln, speichern und zu Städten zurückteleportieren, die wir bereits besucht haben. Klingt alles relativ Standard. Bis auf das Teleportieren, das kann man ja meistens nicht. Ich kann immer speichern. Was ist das denn? Ein Ego-Shooter? Benutzer Fähigkeiten wie Insanity Slash im Kampf, um deine Gegner verrückt zu machen. Verrückte Gegner bekommen mehr Schaden von Angriffen. Aber pass auf. Ein paar Gegner werden dadurch viel gefährlicher. Become als bekommen übersetzen ist immer so richtig cool. Ja, da gibt's kein Aufpassen. Ich werde den Wahnsinn überall verbreiten. Man kann mit Treffern seinen Combo-Zähler aufbauen und dann einen Combo-Finisher wie den Todesstoß für massiven Schaden anbringen. Bist du jetzt fertig? Wenn das alles richtig ist, dann würde ich gerne dieses Spiel spielen. Am besten noch dieses Jahr. Okay, viel Glück. Kosmische Monstrositäten brauchen kein Glück. Wir schmieden unsere eigenen Schicksale. Egal, was es an Menschen kostet oder so. Ja, die Übersetzungen, wie man sieht, die sind sehr frei. Ich meine, ich bin zwar relativ gut in Englisch mit meiner 1, die ich im Abitur habe, aber das so schnell frei übersetzen, das ist immer schon ein bisschen anspruchsvoll, so dass es auch gut verständlich sein soll. Mal gucken, wie das sich so entwickelt im Laufe des LPs. Vielleicht wird mein Englisch dadurch noch ein bisschen besser. Das hoffe ich, ja. Gucken wir mal, oh, wir können laufen. Wow, er ist ja total richtig schnell. Ja, er kann doch rennen. Wir haben drei One-Ups bekommen. Damit können wir einen verkackten Kampf restarten. Okay. Gucken wir mal. Was gibt's bei Chat? Ha, können wir nur benutzen, wenn wir mehr Leute in der Gruppe haben. Dann machen wir erstmal ein Save. Ja, ich werde natürlich die Festplatte nicht entfernen, während ich speichere. Das macht ein bisschen wenig Sinn. So, was kann man im Menü noch machen? Fight. Sie sieht sich nach einem Kampf um, aber niemand antwortet. Das ist sehr schade. Er hat ein Schwert. Warum braucht er das? Keine Ahnung, aber er hat eins. Und ich muss mich erstmal mit der Steuerung ein wenig vertraut machen. Auch wenn ich sie selber eingestellt habe, weiß ich dennoch nicht, hoch, was hier wo passiert. Wie komme ich jetzt aus dem Menü raus? Ja, gut. Erstmal gucken. Kann man hier irgendwo lang? Nein, kann man nicht. Kann man da oben lang? Kann man auch nicht. Dann gehen wir nach links.
Außer wenn er einen Bart hat. Aber er hat einen. Ja, er hat. Für mich, wie ich das so sehe, hat er da einen schwarzen Bart. Auch wenn sie eigentlich keinen Bart haben dürfte. Kann man sie sammeln? Nein, kann man anscheinend nicht. Ach, das toggelt sogar, das Laufen. Das ist schön. So, was haben wir da? Wir haben die beiden Aliens von den Simpsons. Und am besten noch Marge. Gucken wir mal. Ah, eine hilflose Jungfrau, die von kräftigen Monstern angegriffen wird. Ich sollte sie retten, um ein richtiger Held zu werden. Ja, das würde für eine normale Person sicherlich nicht verkehrt sein, aber du musst eine Menge Böses von dir waschen. Es wird viele Heldentaten benötigen, bevor du überhaupt nah an einen wahren Helden herankommst. Tagen. Ja. Dann töte ich die Monster so oder so. Nur wegen der Brutalität und so. So, mal gucken, was ist das denn? Ein Goose Approaches. Runde 1 fängt an. Monster sind auf normaler Stärke. Okay, was auch immer mir das sagen soll. Ich habe ja keine Ahnung, was hier abgeht. Aber ich klicke einfach mal auf Attack. Neben den linken 35 Leben. Eine gefährdete Spezies für offensichtliche Gründe. 19 Damage. Er gibt mir 6 Damage. Oben links sieht man anscheinend meine HP. Das Interface ist. Oh, die. Okay, sie werden anscheinend stärker. Das Interface ist ja relativ spärlich gehalten. Da haben wir jetzt einen gefickt. Mal gucken. Und anscheinend wächst ihre Stärke jede Runde um 10%. Das ist ja uncool. Victory! Achso, man bekommt natürlich Full Life, dann ist das okay. 2 Erfahrungspunkte und 2 Gold. Level 4, Max Leben hoch um 8. Also, wir haben anscheinend mit Level 3 angefangen. Mana um 5 hoch. Wähle ein Level-Up-Bonus aus. Aha. Ah, was ist das denn? Also, wir können unsere Stärke. Anscheinend um 10% dahin nur unsere Magic. Ich würde sagen, wir nehmen Stärke, weil Cthulhu ist für mich ein Stärkkämpfer. Vor allem, weil er ein Schwert hat. Nehmen wir Level Up A. Ja, sterbt ihr Schleimmonster. Nachdem C das letzte Schleimmonster besiegt hatte, widmete er seinen Blick der Jungfrau, die er gerettet hat. Wunderschön. Was? Wenn Umi sich Zi angesehen hat, dann sah sie keinen verrückten Oktopus-Drachenmann. Sie sah stattdessen das hier. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich sehr schön. Eine Warnung, das gezeigte Bild entspricht vielleicht nicht der Realität. Mein Held. Natürlich bin ich ein Held. Hast du das gehört? Zähle ich jetzt als ein wahrer Held? Nein. Dann werde ich nie ein wahrer Held bekommen und nie meine kosmischen Kräfte der Zerstörung wiedererlangen. Oh, tapferer Krieger, der mich von den Guis gerettet hat. Lass mich dir auf deiner noblen Reise helfen. Kannst du noch was anderes, außer bei Schleimmonstern, nee, von Schleimmonstern angegriffen zu werden? Ja, ich vertrag mich gut mit den Kreaturen des Meeres und ich nenne sie meine Freunde. Okay, bestanden. Oh, und ich habe einen Dreizack, mit dem ich Sachen aufspieße. Das ist viel besser. Und über all das verspreche ich dir meine Liebe. Und du großes grünes Stück irgendwas. Ich würde es scheiße nennen, aber Handsome ist eigentlich was Gutes. Ich kann es nur nicht gerade übersetzen. Ja, der große C benötigt Groupies. Heißt das, wir sind jetzt zusammen.
Nein, wir sind in einer Rockstar-Groupie-Beziehung. Aber nur für jetzt. Haha. Okay, wir haben sie jetzt in unserer Party. Nun, da du ein zweites Partymitglied hast, kannst du das Chat-Kommando benutzen. Du kannst auch die Mehrcharakter-Vereinigungstechnik im Kampf einsetzen. Ja, man kann es natürlich noch komplexer beschreiben. Ja, bekomme mehr Verbündete, um noch mehr Vereinigungsfähigkeiten freizuschalten. Von nun an sind Zufallsbegegnungen in diesem Dungeon aktiviert. Nach 25 Kämpfen in diesem Gebiet werden die Zufallskämpfe ausgeschaltet. Wenn du danach weiterkämpfen musst, musst du im Menü die Fight Option wählen. Okay, na, hat sich das auch erklärt, wie das geht. Wenn ich das hier alles übersetze, dann wird das Spiel wahrscheinlich ewig dauern. Dann wird der Progress richtig langsam. Da links gibt's nichts, dann gehen wir hier hoch. Können wir mal gucken, derweil, was sie so hat. Hoch, jetzt habe ich falsch gedrückt. Fuck. Ja, was ist